Am Wort Wolfgang Zanger, Rechnungshofsprecher der FPÖ. Ich lasse mich nicht einpacken. Ich lasse mich nicht einpacken bei der angeblichen Bestreihung oder der besten Wahl. Es ist korrekt, dass ich den Herrn Steger für gut empfunden habe, aber es ist nicht korrekt, dass ich ihn als für den Besten empfunden habe. Klipp und klar gesagt. Und auch über die Empfehlungen unabhängiger oder sogenannter unabhängiger Medien diskutiere ich nicht. Ja? Es sind genauso unabhängig wie die Grünen mit ihrem unabhängigen Hofburg-Kandidaten. Das ist für mich irrelevant. Ich entscheide eigenständig nach bestem Wissen und Gewissen für einen, oder einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Und das haben wir auch gemacht und das haben wir auch dann im Hauptausschuss bei den Wahlgängen so durchgetragen. Herr Kollege Strolz, Sie haben, und da bin ich d'accord, etwas kritisch hinterfragt die Rolle der Frau Kraker im Regierungsbüro, anschließend dann sozusagen als Ex-Post-Kontrolleurin über ihren eigenen Wirkungsbereich. Was wäre denn, muss ich Sie jetzt fragen, mit dem Herrn Steger gewesen? 17 Jahre Sektionschef im Finanzwesen, Budgetchef, Budgets erstellt. Was hätten der geprüft jetzt Ex-Post? Ja, auch sich selbst, oder? Also in Wahrheit ist das ja das gleiche Argument, wie Sie mit Kraker ins Treffen geführt haben. Unabhängig, objektiv und wirksam sind die Prädikate des Rechnungshofs und die stehen auf jeder ersten Seite bei jedem Bericht oben. Unabhängig, objektiv, wirksam und qualifiziert, das hätten wir uns von der Person des Rechnungshofspräsidenten gewünscht. Und da wäre sowohl die Frau Kolm geeignet gewesen, hätte noch dazu den gewissen Charme gehabt, dass sie von außerhalb des Bereichs Rechnungshofs gekommen wäre, als eine der wenigen Kandidaten, aber auch die Frau Berger wäre geeignet gewesen als erwiesene Spezialistin im Rechnungshof selbst. Leider Gottes wurde durch den Postenschacher der Regierung das öffentliche Hearing in gewissem Maße ad absurdum geführt. Und ich stelle hier auch eines noch ganz klar fest, und das möchte ich noch einmal wiederholen. Alle Kandidaten und Kandidatinnen höchsten Respekt für das, dass sie sich dem Hearing gestellt haben. Es sind Qualifikationen unterschiedlichsten Niveaus dort zum Vorschein gekommen. Aber eines möchte ich hier noch einmal ganz klar betonen. Kein Regierungsmitglied und auch nicht der Bundeskanzler haben das Recht, im Vorfeld Kandidaten, über die das Parlament befindet, zu urteilen. Und Kern hat das gemacht. Kern hat alle Kandidaten abqualifiziert, indem er sie als unglückliche Personalauswahl bezeichnet hat. Da sieht man schon, dass in Wahrheit ein Deal gelaufen ist. Und es wird sich dann auch noch zeigen, jetzt bei der ORF-Wahl, und es wird sich zeigen bei der Nachbesetzung der Position von der Frau Dr. Kraker im Steirischen Landesrechnungshof. Aber eigentlich muss man auch noch etwas anderes hinterfragen, nämlich den Modus, wie das Ganze hier im Parlament läuft, wie die Wahl des Präsidenten an und für sich geregelt ist. Frage ich mich gleich als erstes, warum kann jede Fraktion zwei Kandidaten aufstellen? Das war doch ganz ein tolles Spiel, das dann der Herr Lopatka spielen hat können. Habe ich die eine Karten da, habe ich die andere Karten dort. Und das habt ihr damals in der Steiermark auch genauso gemacht. Denn ohne uns zu fragen, ohne mit uns einmal ein Gespräch zu führen, habt ihr die blaue Karten gezogen, da wo wir sie zurücktreten. Und die Roten haben sie das da unten alles gefallen lassen. Traurig, aber wahr. Wenn nur einer pro Fraktion genannt werden könnte, würden solche Spielchen einmal nicht mehr laufen können. Dann müssen wir uns auch fragen, wie schaut es mit der Abstimmung im Hauptausschuss aus? Warum muss der Hauptausschuss abstimmen, um dem Parlament dann einen Vorschlag zu machen? Warum können wir nicht hier im Parlament im Gesamten über alle Kandidaten entscheiden und befinden und das am besten noch in einer geheimen Wahl? Dann wären wir doch alle wirklich transparent, ehrlich und offen und jeder kann das aufschreiben auf den Zettel, was er will. Also dann ersparen wir uns diese Diskussionen ja sowieso. Das wäre einmal eine Aktion, wo man sagt, okay, das ist wirklich dann gerecht. Aber nichts, ja, dann ändern wir das Gesetz, Herr Kollege, für das sind wir ja da, oder? Aber da sehe ich schon wieder die größten Bedenken bei Ihnen, weil Sie sind ja die Maurer, Betonierer und Blockierer da hier herinnen. Aber ein paar Worte noch zur Frau Kraker persönlich. Wie gesagt, kein Qualifikationsdefizit, gar keine Frage.
Und als Rechnungshofsprecher wünsche ich mir, dass die bevorstehenden Aufgaben, die vor uns liegen, doch relativ zügig auch gemeinsam mit ihr erledigt werden können. Denn wir haben einen Arbeitskreis hier im Parlament, der sich mit den Verbesserungen der Kompetenzen des Rechnungshofs, aber auch des Rechnungshofs an sich beschäftigt. Und da wünsche ich mir Sie an Ihrer Seite, da werden wir Sie gerne mitnehmen. Ich wünsche mir mit ihr einen offenen Diskurs, eine vernünftige Umgangsart und ich wünsche mir vor allem, dass Sie uns als Parlamentarier hier in unserer Tätigkeit unterstützt, so wie es Präsident Moser mit seinem Team hier vorgelebt hat. Ich danke. Herr Abgeordneter Hermann Gahr als Nächster.